Liebe Freunde der gepflegten Strategie, der Zweite Golfkrieg ist das letzte Mal vorbeigegangen. Wir schreiben das Jahr 1658 und wir haben wesentliche Ländereien gewonnen hier. Am Golf von Aden, am Roten Meer. Und zwar alles, was ihr hier blau seht, ist jetzt skandinavisch. Ein Teil davor war es vorher auch. Aber ich glaube, sechs Provinzen sind dazugekommen. Eine etwas unübliche Strategie. Allerdings als Kolonialmacht benehme ich mich außerhalb von Europas etwas expansionistischer. Zumal es ja auch gewissermaßen reiche Provinzen waren mit viel Einwohnern. Goldprovinz auch dabei. Da wird sich zeigen, was das bringen wird. Auf die Dauer. Ja, ansonsten, wir sind aber noch im Krieg und zwar mit Mali, Oman und Algerien. Mali ist Bündnisführer. Insofern werde ich jetzt als erstes mal einen Frieden verhandeln und zwar einen weißen Frieden, den sie auch annehmen werden. Offenbar. Genau, da haben wir ihn. Wohlan, das ist sehr schön. Jetzt sind wir zumindest nicht mehr im Krieg. So, jetzt heißt es so ein bisschen weiter umstrukturieren. Das letzte Mal haben wir schon damit begonnen. Wir haben hier noch unsere Transportflotte. Die gehört erst einmal nach Europa. Ich schicke sie mal nach Visby auf Gotland. So, dann habe ich hier eine ziemlich defekte, angeschlagene Flotte. Die muss erstmal repariert werden. Außerdem haben wir inzwischen verbesserten Einheitentypen. Die Mauritius-Infanterie ist nicht mehr die beste, sondern die Gustavsche Infanterie von König Gustav Adolf entwickelt. Hat der die Infanterietaktik von Maurice weiterentwickelt hat. Maurice hatte ja quasi erfunden, dass die Infanteristen mit ihren Musketen in Reihen hintereinander stehen, wobei dann immer die erste Reihe feuert und sich zurückziehen kann, um nachladen zu können, und dann feuert die nächste, sodass ein ununterbrochener Feuerteppich möglich ist. Und Gustav Adolf hat das weiterentwickelt, dahingehend, dass es drei Reihen ausreichen und die auch es schaffen, ununterbrochen zu feuern. Ja, das werden wir jetzt einsetzen. So, genau. Ansonsten haben wir auch noch einen Regler, den wir verändern können, innenpolitisch. Da werde ich weiter in Richtung. Ich bin jetzt so weit, dass ich den ersten Bonus von der Plutokratie kriegen kann. Das bringt mir nochmal richtig Plus auf Händler. Händlerchancen und so weiter, der Malus ist einfach, dass Kavallerie mehr kosten wird. Aber ich glaube, diese Linie werde ich auch weiter verfolgen. Händler profitieren. Wenn die Position der Bürger und Händler in einem Land gestärkt wird, werden mehr kompetente Leute für den Staatsdienst verfügbar. Manchmal kann ein Land selbst von Nichtadligen profitieren. So, jetzt bekommen wir wieder einen großen Mann, und zwar einen Level 5 Schatzmeister, den wir aber derzeit nicht brauchen. Wir haben ziemlich große Männer. Die will ich auch nicht austauschen. Okay, wir haben noch ein paar Magistrate über. Da will ich noch zumindest drei Kunstwerke in Auftrag geben, dass wir hier. Ja, mehr Kulturtradition kriege ich leider nicht. Insofern können wir das auch sein lassen. Ja, dann will ich meine Beziehung noch mal weiter pflegen zum Kaiser. Okay. Und auch hier zu meinen Verbündeten, da sinken die Beziehungen aufgrund vor allem ja, des Rufes minus 3,56. Ja, das ist natürlich ein Problem, deswegen muss ich da ein bisschen nachhelfen. Und hier auch.
Das müssen wir auch noch öfter machen wahrscheinlich. Ja, ansonsten ist natürlich jetzt hier so ein bisschen die spannende Frage, wie ich hier weitermache. Ich hatte ja mal ein bisschen Skepsis geäußert, ob das so gut ist, eine Grenze ha zu haben mit dem Mamelukenreich. Also ich bin da ein bisschen unentschlossen. Das ist natürlich ein Riesenreich. Sie haben auch relativ viele Soldaten. Allerdings ist es auch sehr, tja, um eine Armee an diese Front zu kriegen, müssen sie, glaube ich, von woanders her ziemlich was abziehen. Das ist ein bisschen knifflig. Was mich jetzt daran hindert, zum Beispiel Tigre abzugeben an Adal, könnte man ja machen, ist, dass hier noch schöne Provinzen zum Kolonisieren sind, sodass ich in jedem Fall eine Grenze bekommen werde. Und ich glaube, wir können uns das auch erlauben. Also ich meinte, wenn die Mamelucken auf den Trichter kommen, uns hier anzugreifen, dann sind wir, glaube ich, auch in der Stärke, das beantworten zu können. Also ich riskiere es jetzt einfach mal und gebe nichts ab, behalte das und werde hier auch fleißig weiter kolonisieren, denke ich mal. Zuerst einfach mal hier, aber noch kann ich keinen Kolonisten senden. Ich muss jetzt auch mal beobachten, wie meine Einnahmen sich weiterentwickeln. Ach so, also wir sind immer noch im Plus. Ja, also wir warten erstmal nochmal ab, bis sich alle Armeen hier erholt haben. Dann schrauben wir den Armeeunterhalt zumindest runter, das ist ganz klar. Und wir haben eine weitere selbsterhaltende Kolonie. Das ist sehr, sehr schön. Menade ist es geworden. Und sie hat wunderbar 3600 Einwohner. Das ist genau der Punkt, weshalb ich es immer gut finde, wenn man die Kolonisten nicht, die Ureinwohner es hinkriegt, die nicht sterben zu lassen. Gut, also eine Kolonie weniger, da können wir mal hier in die Richtung gehen. Warum? Ach so, hier kann ich noch gar nicht kolonisieren, weil das keine Kernprovinzen sind von mir. Alles klar. Okay. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Insofern können wir in diese Richtung weitergehen. Und ich glaube, ich gehe dann jetzt mal auf diesen Inselkomplex hier über, wo sehr aggressive und auch relativ kampffähige Eingeborene. Da werde ich, glaube ich, jetzt doch mal mit einer Armee raufgehen. Allerdings warte ich noch ein bisschen, bis die Moral etwas gewachsen ist. So, ich denke, jetzt kann man das auch riskieren. Ukraine ist unabhängig von Litauen. Oh, und Böhmen ist nicht mehr Kaiser, sondern Österreich. Ferdinand II. Interessant. Und das schauen wir uns mal an, wo jetzt die Ukraine entstanden ist. Dort. Von Litauen abgeknapst. Da hat Novgorod wohl einen Sieg errungen. Novgorod überhaupt wirklich extrem stark nach wie vor in diesem Spiel. Wow, kann man da nur sagen. So, wir gehen aber mal zurück zu unseren Inselgruppen hier. Okay. Und fahren dann mal hier ran und landen. Ja gut, Menade hat jetzt noch einen Kolonisten, das war aber eigentlich schon egal. Und jetzt werden wir natürlich auch gleich von Eingeborenen angegriffen, und zwar auch von 5000. Aber das ist erstmal relativ unkritisch. Wir haben sie besiegt und es sind immer noch 2600 von ihnen dort. Mal sehen, vielleicht bleiben sie ja friedlich und wir halten sie als Einwohner. Wäre ja eigentlich ganz schön.
So, jetzt gucke ich mal, sind meine Flotten sind noch nicht eingetroffen, aber ich habe derzeit eine relativ hohe Flottentradition. Das will ich mal nutzen, um einen Admiral. Boah, das hätte auch wirklich mal besser sein können. Okay. Na gut, es ist wie es ist. Und als nächstes will ich auch noch einen General rekrutieren. Hier ist sozusagen meine größere Armee in der Region. Und hier ist eine. Hier, genau. Der hat einen Anführer. Retigüln. Der nicht. Ja, mal sehen. Braucht er wahrscheinlich auch nicht. Okay, das können wir in Ruhe abwarten. Ja, die Admiralität ist allerdings besorgt, dass unsere Konzentration auf Bodentruppen zu sehr zulasten der Flotte geht. Ja, entweder wir bekommen Konzentration auf Landstreitkräfte, und zwar für 7 Jahre, was uns Vorteile Heerestech bringt, oder wir sagen, wir gehen in Richtung weiter Flotte. Wir sind jetzt gerade bei 2 in Richtung Land. Nö. Wir machen das mal hier. Konzentration auf Landstreitkräfte. Ist schon okay. Am Ende werden die Kriege auf dem Land gewonnen. So ist das doch. So, Buru. Erfolgreich. Okay, da haben wir jetzt auch schon eine 7er. Jetzt sind hier unsere ganzen Kleinteiligen. Einheiten fertig, die wir mal alle nach Riga schicken. So geht das auch. Ja. Hier oben sind auch noch welche. Das wird unsere neue Armee, die wir ausgehoben haben. Können sie uns jetzt vom Unterstützungslimit her leisten. So, und ich hoffe, dass ich jetzt alle so weit erwischt habe, dass sie alle marschieren, und zwar in die richtige Richtung. Ja, das sieht so aus. Sieht irgendwie cool aus, wie eine lange Schlange. Und zusammen ist sie. Ja, und ich denke, ich werde dann auch für die gleich einen Anführer bestimmen, einen neuen General rekrutieren. Siegwart Bagge wird es sein. Ja, gut. 3 Nahkampf, okay. Gut, dann haben wir jetzt wieder eine vernünftige Armeestärke auch hier auf dem Kontinent. 4 verschiedene Armeen haben wir hier stehen. Danzig, Riga, in Germanland und in Stockholm eine etwas kleinere. Ich denke, das ist soweit akzeptabel und anständig. So. Wie sieht's aus? Wir haben einen Kolonisten in Timor. 33 im Jahr. Da dauert es noch ein bisschen. Achso, da ist auch einer unterwegs. Ne, dann haben wir die Sache ja sowieso gleich erledigt. Insofern die Frage, warten wir erstmal ab, was aus Irian wird. Ja, ich denke, das ist die richtige Strategie und unterstützen eine weitere Provinz, zum Beispiel Buru, dabei, dass sie endlich vollständig wird. So, ich denke mal bis März. Warten wir noch, dann können wir, dann haben, sind eigentlich alle Armeen. Oh, die haben ja hier eine relativ hohe Verlustquote, 9,7. Wow, nee, die stehen da doof, sehe ich gerade. Das kommt, weil hier, boah, Verschleiß von 10. Gott, sind das alles arme Provinzen. Und zwar im Blick aufs Versorgungslimit, das ist ja wirklich erbärmlich. Helfen da Forts? Ja, genau. Die sollte ich sowieso bauen.
denke mal. Ach ne, hier geht's nicht, weil ein Missionar unterwegs ist. Hier habe ich. Ach so, hier kann man das nicht bauen wegen des Missionars. Ja, eigentlich steht die Armee hier doof. Das gefällt mir nicht gut. Versorgungslimit 11 ist auch nicht viel besser. Hier ist Versorgungslimit 32, also es ist ja schon ein heftiger Unterschied. Die Basis ist deutlich geringer, ich weiß aber gar nicht warum. Erklären kann ich es mir nicht richtig. Das spricht irgendwie dagegen, dass wir hier unsere Armee stehen haben. Ich würde mal sagen, wir ziehen die einfach in die Provinz unseres Freundes Adal nach Tayura. Und als Ausgleich schicken wir ihnen gleich nochmal ein paar Dukaten rüber. Die amerikanische Taktik quasi. So, Timor ist auch erfolgreich und damit müsste die Provinz auch dem Kolonialstatus entwachsen sein. Das ist sehr schön. Dann sollten wir dort auch gleich ein Fort bauen. Ganz wichtig. Ach ja, ich wollte den Unterhalt meiner Soldaten runterschrauben endlich. Das hätte ich, glaube ich, auch schon länger mal. Unterstützungslimit 96. Wir sind da deutlich über dem Limit. Haben wir wahrscheinlich irgendwo einen Bonus beim Handel verloren. Kann man nur hoffen, dass wir den auch wieder gewinnen. So. Ja, und ansonsten, ja, solange wir nicht wissen, wie das hier weitergeht, werde ich erst nochmal vorhandene Kolonien unterstützen. Hier. Ternate. Sehr gut. Ach so, die Flotte muss ich mir jetzt auch mal angucken. Ist erstmal hier wieder eingetroffen. Und kann auch nochmal Reparatur gebrauchen. Und wir haben religiöse Fanatiker. Aber unsere Armee steht wohlweislich gleich am richtigen Fleck. So gehört sich das. Das ist doch schön zu sehen. So. Sieht es denn aus mit der Flotte? Jetzt haben wir die 2 Monate auch gewartet. Ja, die ist hier im besten Stand. Die kann wieder raus aufs Meer und die auch. Und damit dürften wir den Unterhalt jetzt auch senken können. Hier sind wir in etwa im Unterstützungslimit drin. Und wir haben jetzt ein deutliches Plus. Da kann ich jetzt mal zugunsten der. Ach nee, wir sind bei minus 0,05 Inflation. Insofern kann das so weitergehen. Das finde ich in Ordnung. Dann können wir ein bisschen weiter Forts ausbauen. Das gefällt mir immer sehr gut. So, oh Gott, jetzt haben wir noch 32. Ja, jetzt darf auch nichts Großartiges passieren. Eigentlich sollte man sich ja immer so ein bisschen Polster ansparen. Oh, hier sind schon wieder schöne Dinge passiert. Das Volk probiert neue Religionen aus. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Entweder Irrglaube bis 69, 10 Jahre. In Wänden. Ja, gut, okay, wenn das nur in Wänden ist, sollen sie das. Das bringt mich jetzt nicht um. Das finde ich okay. Da lassen wir die mal. So. Und ansonsten gewinnen wir 100 Bevölkerung in Banten. Sehr schön. Und vielleicht 10% Chance auf eine Grundsteuer. Leider wird einem das nicht angezeigt, ob das dann auch geklappt hat. So, Irian. Die Kolonisierung war erfolgreich. Sehr schön. Haben wir jetzt unseren Fuß auch hier auf. Ja, ich glaube,
Neuguinea ist das. Wir breiten uns hier wirklich deutlich aus im asiatischen Raum. Okay, Land ist auch gesteigert, insofern, aber wir forschen in der Richtung noch mal weiter. Ich denke, da hatten wir einen kleinen, da hingen wir etwas zurück. Ich bin ja sehr gerne einigermaßen führend in der Technologie, in der Militärtechnologie. Insofern werde ich da weiter forschen, liebe Leute. Ansonsten war es das für diese Folge gewesen. Ich denke, wir sind gut vorangekommen. Der Schwerpunkt derzeit ist halt eben Kolonisierung. Solange es noch freie Flächen gibt, muss man einfach schnell und konzentriert sein und sich die schnappen. Und bald wird die Welt aufgeteilt sein. Ich vermute mal so in 10, 15 Jahren, da wird nichts mehr zu kolonisieren sein. Und dann, ja, dann wird sich zeigen, in welche Richtung die großen Auseinandersetzungen weitergehen. Aber soweit ist es noch nicht. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Steinwallen.